Aber nicht Burger-Pommes, oder? Nee, aber... Ich gebe dir heute die Chance, den Diss-Track wirklich zu verhindern. Wir haben auf jeden Fall hier einmal Passwort, Doppelpunkt. Wir gucken uns jetzt das erste Mal zusammen den Burger-Pommes-Diss-Track von Kevin an. Jetzt schon mal hier Ansage, ich werde dich anzeigen. Leute, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Und zwar hat mir eben Kevin einfach mal eine Nachricht geschickt, die ich euch unbedingt zeigen muss. Ich würde sagen, let's go. So, Lukas, du hast um Gnade gebeten. Die Melone kommt beim Eierkopf an und bettelt darum, dass ich den Diss-Track nicht veröffentliche. Digga, ey, was für angebettelt, Bro. Alter, der ist so ehrenlos, Digga. Er macht ja jetzt einen Burger-Pommes-Diss-Track, den er hier schon angekündigt hat. Ihr seht das mal im Hintergrund, der diesen Samstag auch noch kommen soll. Und ja, jetzt hat er mir einfach so random diese Nachricht geschickt. Wir gucken mal weiter. Weißt du was? Ich bin sogar so nett. Ich gebe dir heute die Chance, den Diss-Track wirklich zu verhindern. Was? Aber es werden richtig schwere Aufgaben. Oh! Und zwar habe ich tatsächlich an verschiedenen Orten in deiner Stadt über einen Kontaktmann Teile von meinem YouTube-Passwort versteckt. Was? Und wenn du schaffst... Digga, okay, Leute, das heißt, er gibt uns die Möglichkeit, dass wir das YouTube-Passwort von ihm finden, sich in seinen Kanal einloggen und dann wahrscheinlich den Diss-Track löschen können. Aber das Ganze wird geisteskrank schwer und ich gebe dir schon mal einen allerersten Tipp und zwar Burger King. Mehr sage ich nicht. Digga, er weiß ganz genau, dass ich Burger King nicht so feier, Leute. Deswegen natürlich auch bei McDonald's den Song gedreht. Auf jeden Fall habe ich gar keinen Bock, dass der Diss-Track rauskommt. Deswegen würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal zu Burger King hin und gucken mal, ob er uns angelogen hat oder ob dort wirklich etwas ist. Let's go. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt hier mit dem Lambo angekommen, hier bei Burger King. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und natürlich habe ich auch dabei einmal hier meinen Burger-Pommes-Rucksack. Vom neuen Merch, Leute. Und auch die Burger-Pommes-Chips, Leute. Oh mein Gott. Die werde ich jetzt aber schnell wegsnacken, bevor ich reingehe, Leute. Übrigens, der neue Merch, Leute, kommt am 20.04.12 Uhr auf lukasbs.de. Streng limitiert. Seid auf jeden Fall schnell. Rucksack gibt es eben dazu. Handsignierte Autogrammkarte, Burger-Pommes-Chips, Leute. Eben zu T-Shirt oder Hoodie-Paket. So, lecker. Müssen Burger-Pommes-Chips wegsnacken. Ah ja, schmeckt unnormal geil. Richtig krass. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rein. Und schauen wir mal, was Kevin da versteckt hat. So, Leute, wir sind jetzt hier beim Burger King angekommen. Und ich glaube, ich muss auf jeden Fall, bevor ich anfange zu suchen, erstmal hier fett Burger Pommes bestellen. Mache ich eigentlich nicht so hier, aber Leute, heute testen wir das Ganze mal. Ob Burger Pommes hier auch taugt, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, let's go, wir bestellen mal. So, Leute, meine Bestellung wird jetzt hier gerade zubereitet. Und in der Zeit können wir uns schon mal ein bisschen umgucken, ob wir hier irgendwie was finden oder so. Hier hinter, nee, dann vielleicht hier so beim Burger King Logo oder so, hier so hinter, nee, auf den ersten Blick jetzt auch nicht. Okay, hier ist kein Eingang, Leute, da ist verboten, ob wir hier was finden, Digga. Das Ding ist, es könnte hier natürlich überall was sein, Leute, deswegen gucken wir einfach mal durch. Hier sitzen übrigens auch ein paar Leute, deswegen kann ich nicht alles hier filmen gerade, Leute. Hier sind noch so Babystühle, so, wir müssen auf jeden Fall mal oben gleich nochmal gucken, ob wir da nochmal was finden. Ich glaube, hier darf man sogar auch hochgehen. Und da setzt uns dann auch vielleicht gleich hin. Hier gibt es noch so diese Automaten von Cola. Aber ja, jetzt auf den ersten Blick sind wir jetzt mal nicht fündig geworden. So, Leute, wir haben jetzt unsere Bestellung bekommen. Und jetzt kommt der ultimative Test. Wird Burger Pommes auch im Burger King schmecken, Leute? Dann hier einmal aufklappen. Okay, Soße. Weiß nicht, ob die mithalten kann mit McDonald's. Bisschen weniger, glaube ich. Und jetzt natürlich hier einmal die Pommes auf dem Burger. So, jetzt einmal hier zumachen. Den Bums. So, Burger Pommes im Burger King. Man merkt direkt, Leute, Soße ein bisschen weniger auf jeden Fall. Man schmeckt ein bisschen mehr die Gurke raus, die Tomate. Und die Pommes sind, würde ich sagen, so auch saftig und knusprig, aber nicht so ganz, Digga. Ich sag ehrlich, für mich kannst du zwar nicht ganz mithalten, Leute, aber für Kevin bin ich jetzt hier und ich esse natürlich auch auf, Leute. Ne? Ich werfe hier nichts weg oder sowas und gleich gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer um. Okay, Leute, es ist Zeit. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hoch. Wir schauen jetzt das Ganze einmal nach, Leute. Insgesamt hier vier Ecken oder so. Und genau, da gucken wir uns jetzt einfach mal um. Also hier habe ich auf jeden Fall schon mal nichts gefunden. Jetzt einfach mal hier weiter.
Schauen wir mal hier. Auch nichts, Leute. Ich sag dir, Kevin, das ist echt ehrenlos von dir, Alter. No joke. Gucken nochmal hier. Alter! Bro, oh mein Gott, warte mal kurz. Oh, Digga. Oh mein Gott, hier hat er es versteckt, Leute. Ich würde sagen, wir gucken uns das ganz unten nochmal ja, im Detail an. Wir steigen jetzt erstmal in den Lambo und fahren weg. Let's go. Okay, Leute, so, ich bin jetzt ins Auto geflüchtet. Da waren so irgendwie so 5 Gören, die die ganze Zeit da rumgekichert haben. War ein bisschen nervig. Deswegen, wir haben auf jeden Fall hier einmal Passwort Doppelpunkt KE. Das bedeutet, sein Passwort fängt auf jeden Fall mit K und E an, aber es ist ganz sicher nicht das volle Passwort. Oh mein Gott, Digga, auf der Rückseite haben wir... Was ist das denn, Digga? Warte mal. Nee. Warte mal, das hier ist, glaube ich, ein Snackautomat. Das hier ist ein... Ist das ein Ei? Digga, das ist ein Ei. Bro, ich glaube, das soll der nächste Hinweis sein, wo wir vielleicht den nächsten Teil des Passworts finden, würde ich vermuten. Digga, was ist das denn? Ei, Snackautomat. Ei aus Snackautomat. Hä? Okay, Leute, ich habe gar keine Ahnung gerade. Ich muss jetzt kurz überlegen. Ich melde mich gleich wieder bei euch. Alter, Leute, ihr glaubt nicht, was ich im Handy gerade gefunden habe. Ich habe ein bisschen gegoogelt, was für ein Ei aus einem Automaten. Und da habe ich Folgendes gefunden. Ihr glaubt es mir einfach nicht, Digga. Also das ist unfassbar. Und zwar ist das einfach mal ein Eierautomat, Bro. Es gibt wirklich einen Eierautomaten. Und da kann man so Eier aus einem Automaten rausziehen. Das ist total crazy. Ihr seht das schon. Und ich glaube, Kevin will mich dahin führen, weil der ist ja der Eierkopf, ne? Und er liebt Eier. Und er weiß, dass ich Melonen mehr mag und Burger Pommes. Ich fahre einfach mal dahin, gucken wir mal, was auf mich zukommt. Ich sag dir, Kevin, du bist zu weit gegangen mit dem Eierautomaten, Digga. Ich muss hier mit Lambo durch den Feldweg fahren. Ich bin richtig sauer. Ich habe eben schon mein Lambo kaputt gemacht, weil ich so auf dem Asphalt aufgeschraubt bin. Guckt euch das mal an, Bruder. Digga. Und das Navi leitet mich hier halt wirklich durch, Bruder. Was ist das denn? Ich bin jetzt schon richtig sauer, Mann. Okay, Leute, und jetzt das nächste Problem. Ein Traktor blockiert jetzt hier auf jeden Fall den Weg. Oder was soll ich jetzt machen, ist die Frage, ey. So, Leute, ich muss jetzt hier so einen halben Kilometer rückwärts fahren, dass jetzt hier eben der Traktor vorbeigekommen ist. Ey, Leute, ich bin richtig sauer, Alter. Schaut euch mal an, wo ich bin, Digga. Hier steht jetzt eiskalt irgendwo mein Lambo mitten im Feld, Digga. Und hier muss ich drüber. Und hier steht einfach, Bruder, schaut es euch an, warte. Hier, Hochwasserdamm. Man darf da nicht drauf fahren, sonst bricht das ein. Bruder, ich bin ultra, ultra fett sauer, Leute. Weil, Digga, wo hat der mich hier hingeführt, Junge? Ey, Bro, ey. Und das einfach nur, um zu diesem blöden Eierautomaten da oder so zu kommen, ey. So, Leute, ich glaube, ich bin richtig, oder? Gok, gok. Okay, Leute, ihr seht's hier. Eierautomat. Und tatsächlich sind wir auch hier fündig geworden. Und haben tatsächlich den Eierautomaten einfach gefunden, Bro. Oh mein Gott, was? Digga, ich schwöre, ich habe sowas heute, also noch nie gesehen. Alter, Bruder, jetzt gibt's hier einfach so Eier, Alter. Es gibt hier auch diese ganzen Nummern. Es stand ja eben die Nummer drauf. Ich muss noch mal nachgucken, welche das war, Leute. Leute, die Nummer 21 war's. Ihr seht das hier. Okay, jetzt müssen wir einfach nur mal rausfinden, wie es möglich ist, hier diesen Eierautomaten zu bekommen. Digga, aber hier hinten dran sehe ich auf jeden Fall nichts. Also Leute, ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie einfach das Ganze hinbekommen. Bedienungsanleitung. Okay, 21 war es. Okay, 3,50 Euro. Okay, Leute, ich würde sagen, einmal den Schein hier. Bruder, okay, was passiert jetzt? Bruder, ey, Kevin hat sich ja ultra die krassen Sachen ausgedacht, der Eierkopf, ey. So, jetzt nochmal die 21 eingeben, Leute. Wow! WTF, Mann! Alter! Digga, wie krank! Okay, habe ich jetzt noch so Rückgeld bekommen oder so? Oh ja, hier. Okay, Leute, ich wette, Kevin hat irgendwie richtig gute Kontakte zu diesem Hof. Auf jeden Fall, hier muss was drin sein. Es war ja auch die Nummer 21 drauf. Das bedeutet, ich gehe jetzt ganz schnell zurück zum Lambo. Ich hoffe, der wurde noch nicht abgeschleppt von einem Traktor. Und dann gucken wir mal rein in die Eierverpackung. Let's go. Also Leute, Bruder, ey, Digga, das war was. Aber wir haben jetzt hier die Eier. Und Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall auch gleich wieder hier los, weil wir stehen hier mitten auf dem Feld, wie gesagt, mit dem Lambo. Und genau, Leute, ich bin gespannt, ob etwas drin ist. Zack. LOL! Ja, Mann.
Hä? Ferrari? Oh, das nächste Teil vom Passwort, Leute. Okay, warte mal, ich leg das jetzt mal kurz dran, dann haben wir auf jeden Fall bisher das Ganze. Und zwar haben wir auf jeden Fall das erste Teil vom Passwort, Kev Ike. Oh mein Gott, Digga, richtig krass. Und Digga, das war so krass mit diesem Ei und diesem Automaten, Bro, da habe ich echt lang gebraucht. Und als nächste ist ein Ferrari-Logo. Digga, Kevin weiß ganz genau, dass ich Lambo viel mehr feiere als Ferrari. Aber warte mal, ein Ferrari-Laden? Ich kenne gar keinen, hier gibt es keinen Ferrari-Laden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, er meint wahrscheinlich im Autozentrum bei Omid, Leute. Dort gibt es sehr viele Ferraris. Digga, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er heute nur Sachen dran genommen hat, die ich nicht mag. Aber ich würde sagen, also Omid mag ich sehr gerne, nicht falsch verstehen. Aber ich würde sagen, Leute, wir fahren jetzt einfach mal dahin und gucken, ob wir dort den nächsten Hinweis finden. Okay, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier angekommen bei Omid. Leute, und ich habe einfach eben noch den guten alten Inuso Coupe 85 getroffen. Hier seht ihr ihn. Der chillt hier auch noch mal ein bisschen. Habe eben schon kurz Hallo gesagt, auch in seinem Video. Und ich finde es auf jeden Fall geil, dass er den Burger Pommes Song feiert. Und Leute, als nächstes muss ich ja irgendwie in einem Ferrari hier suchen, Leute. Wir haben hier zum Beispiel einen roten Ferrari am Start. Also wir haben ganz, ganz viele. Und ich weiß, Kevin feiert rote Ferraris mega. Das heißt, ich würde sagen, wir gucken mal hier rein. In den ersten Ferrari schon mal hier. Boah, Digga, der fährt hier schon richtig geil zurück, der sitzt. Und Leute, wir gucken jetzt einfach mal hier rein. Und wir sehen auch auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr geile Interieur hier. Aber tatsächlich, jetzt auf den ersten Blick, habe ich hier noch nichts gefunden. Mein Lieber, was geht ab? Normalerweise ist ja der Content hier eher für, sag ich mal, etwas älteres Publikum bei dir auf dem Kanal. Ja, richtig, eher so 40 bis 60. Ja, genau, die ganzen Kids, die jetzt natürlich von mir kommen, ist natürlich... Er meint Zentimeter. Ich weiß doch, genau. Ich weiß doch. Die ganzen Kids, die jetzt von mir hier auf dem Channel bei dir kommen, werden wahrscheinlich denken, was für ein Lelek. Aber ja. Dementsprechend, was verschlägt dich heute hierher, mein Lieber? Aber nicht Burger Pommes, oder? Nee, aber Pommes Burger. Ey Junge, wie heißt es jetzt nochmal richtig? Burger Pommes. Burger Pommes. Genau, okay. Burger Pommes auf die 1. Oh mein Gott, Leute. Auf jeden Fall geile Sache an der Stelle. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Showroom rein und schauen mal, was abgeht. Let's go. Okay, Leute. Und ich würde sagen, auf geht's. Jetzt schauen wir hier auf jeden Fall nochmal nach ein paar Ferraris heute. Wie gesagt, eigentlich feiere ich ja eher Lambo. Und Bruder! Alter, was ist denn das hier für ein Oschi, Alter? Lamborghini Venatus, also Urus, Mansory, Digga. Das ist ja ultra fett. Hier ist irgendwie alles nass. Ich glaube, das ist so ein Dezibel-Schallgerät-Ding. Ich würde sagen, den müssen wir auch noch mal hören, Leute, fürs Video. Und dann gucken wir gleich da hinten. Da stehen nämlich 4 Ferraris. Und so wie ich Kevin kenne, weiß ich ganz genau, welchen er davon am krassesten findet, Leute. Wo er irgendwie einen Hinweis versteckt haben könnte. Aber ich würde sagen, den Sound will ich auf jeden Fall hören, wenn das hier so nass ist, Leute. Let's go. Okay, Leute, jetzt kommt der Soundcheck. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon Regenschirm vergessen, aber wir machen hier ein bisschen von der Seite, Leute. Oh mein Gott, ey. Wow! Alter! Okay, Leute, wir haben hier Ferrari Nummer 1, 2, 3 und 4. Weil das hier die krassesten auf jeden Fall sind. So wie ich Kevin einschätze, wird es in einem roten Ferrari drin sein. Wir gucken jetzt einfach mal erstmal hier bei dem. Wie viel kostet der, Leute? Der kostet 489. Auf jeden Fall 812 GTS. Boah, ist schon, also würde ich sagen, sehr, sehr krass. Wir setzen uns jetzt einfach mal rein und gucken, vielleicht finden wir ja was. So, ganz vorsichtig natürlich. Let's go. Okay, Leute, auf jeden Fall auf den ersten Blick. Ah, nee, hier ist so eine versteckte Abdeckung, krass. Auf den ersten Blick, gucken wir hier seitlich, nee. Okay, habe ich jetzt nichts gefunden. So, gehen wir mal auf jeden Fall in den anderen rein. Okay, Leute. So, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal hier den nächsten. Der ist auch ein bisschen teurer, sieht meiner Meinung nach auch geiler aus. Und ich glaube, Leute, ne, das ist safe der Wagen. Also so wie ich Kevin einschätze, den wird er sich 100% holen. Oh mein Gott, okay. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt auch nochmal hier rein und schauen mal, ob wir was Passendes finden, Leute. Den nächsten Hinweis vielleicht. Okay, Leute. So. Und auch hier haben wir wahrscheinlich wieder genau die gleiche versteckte Abdeckung, haben wir aber nur den Ferrari-Schlüssel drin, okay. Das heißt, da haben wir schon mal nichts. Wir haben hier drin auf jeden Fall auch nichts. Nee. Vielleicht jetzt hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir haben auf jeden Fall Opfer. Das passt zu Kevin, dass er einfach Opfer in seinem Passwort drinstehen hat. Opfer Nummer 1 auf jeden Fall. Sehr, sehr krank. Was? Was ist das denn? Samsung Mediamarkt. Okay, wahrscheinlich meint er Samsung bei Mediamarkt, würde ich jetzt mal vermuten, Leute.
Alter, okay. Samsung ist wieder das Nächste, was ich nicht so feiere. Ich feiere Apple ja mehr, Leute, ihr wisst das. Aber ich würde sagen, sehr, sehr krass, wir fahren dorthin. Ich glaube, so langsam haben wir schon jetzt fast das ganze Passwort von ihm zusammengesucht. So, Leute, das ist bisher das Passwort, was wir herausgefunden haben. KevinEikopf.1. Und ja, ich glaube, das Passwort wird nicht extrem viel länger gehen. Das bedeutet, ab jetzt seht ihr vielleicht das Passwort zensiert, je nachdem, weil ich will ja nicht Kevins YouTube-Passwort hier leaken. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein und ja, schauen jetzt mal im Mediamarkt, ob wir dort bei Samsung irgendwie das Ganze finden. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt hier angekommen bei Mediamarkt in Ludwigshafen. Also Kevin weiß, dass ich immer zu diesem Mediamarkt gehe. Hier habe ich auch Hide and Seek gedreht schon, alles Mögliche. Und genau, ihr seht es hier im Eingeblenden, kommt gerne mal vorbei. Und hier werden wir jetzt in der Samsung-Abteilung gleich mal gucken, ob wir etwas finden werden. Let's go. Okay, Leute, hier sind wir auf jeden Fall in der Samsung-Abteilung. Da hinten ist die Apple-Abteilung. Wie gesagt, ich fühle ja auf jeden Fall Apple viel mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Samsung ist auf jeden Fall hier am Start. Und ich frage mich echt, warum Samsung, Leute? Wie gesagt, weil ich mag Apple mehr. Aber ich glaube, Kevin, wie gesagt, das war sein Ziel, ne, dass wir heute halt eben genau die Sachen eben finden, die ich eben nicht mag. Bro, ey. Ich frage mich echt, wo das Ganze sein soll, Leute. Ich habe hier noch gar nichts gefunden. Ich glaube, hier wird er es nicht versteckt haben bei diesen, sag ich mal, günstigeren Geräten. Vielleicht im Samsung-Logo irgendwo. Bro, ey, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht. Ich muss mal echt noch mal ein bisschen rumgucken. Ich melde mich noch mal gleich bei euch. Eine Ewigkeit später. Ey, Leute, ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe. Ja, wir haben doch hier diese Samsung-Flip-Handys da, ne? Leute, die kann man ja so aufklappen. Ihr seht es, ne? Und dann hat man halt so ein zusammengeklapptes Flip-Handy, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, finde ich halt das ultra krass, was ich gefunden habe. Ey, Digga, ich weiß nicht, ich habe alles durchgeguckt, wirklich. Ich war hier richtig lange. Und dann habe ich Folgendes gefunden. Digga, der hat das einfach hier eiskalt reingesteckt zwischen dieses Samsung Galaxy Z Fold. Und ich würde sagen, Leute, das dürft ihr jetzt hier noch sehen. Auf jeden Fall diesen Teil von seinem Passwort, weil das ist tatsächlich das Erstellungsdatum von seinem YouTube-Kanal. Ja, ist irgendwie klar, dass sowas im Passwort steht, irgendwie der 6.8.2015 oder so. Und was wir hier hinten drauf gefunden haben, ist einfach mal der Soul-Chip. Und ich dachte mir so, Bruder, Kevin weiß, ich hasse den Soul-Chip und den kann man aber fast gar nirgendwo kaufen, außer tatsächlich im Rewe bei uns. Das ist ultra krass, da gibt es wirklich den Soul-Chip irgendwie. Und ich glaube, da muss ich als Allernächstes hin, Leute. Aber ich muss sagen, das Versteck war bisher das Krasseste. Also ich bin da echt nicht drauf gekommen, sehr, sehr lange, dass ich das Handy aufklappen muss, Leute. Heftig, Kevin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Aber ich bin schon so kurz davor, Leute. Ich bin richtig nah schon dran. Okay, Leute, wir gehen jetzt hier in den Rewe. Und ihr glaubt mir vielleicht nicht, aber doch, es gibt hier wirklich den Soul-Chip. Also das ist ultra krass. Das ist wirklich der heftigste Rewe, meiner Meinung nach. Und ich zeige euch jetzt das Ganze mal. Und dort werden wir dann natürlich suchen, ob wir hier, ja, den nächsten Hinweis finden, beziehungsweise das letzte Teil von Clash Games YouTube-Passwort. Also Leute, wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Soul Chips. Schaut euch mal das an. Bruder, es ist so heftig, was die hier alles haben. Taki ist extra hot. Und Bro, es ist einfach irgendwie so eine Taki-Gurke oder so. Auf jeden Fall sehr krank. Hier sind die ganzen Soul Chips. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal hier durch. Boah, es sind halt 5 Stück, ne? Ich kann jetzt halt nicht 5 Soul Chips irgendwie kaufen, denke ich mir so, Leute. Sagen wir, nehmen den einfach mal mit und ja, ich hoffe einfach mal, dass wir Glück haben. Okay. Oh, warte mal. Bro. Warte mal, ist das... Ne, hier ist das nicht, Digga. Oh mein Gott. Okay, Leute, ihr seht es jetzt gerade verpixelt. Ey, ich glaube, ich habe es gefunden. Digga, das ist auf jeden Fall das letzte Bestandteil von dem YouTube-Passwort von Kevin. Deswegen habt ihr es jetzt verpixelt gesehen. Ihr seht es nochmal hier komplett eingeblendet gerade. Digga, oh mein Gott. Das bedeutet, ich glaube, ich kann mich jetzt einloggen. Leute, wir gehen jetzt sofort nach Hause und loggen uns mal ein. Ich bin so aufgeregt, Digga. Oh mein Gott, Leute. Ich bin jetzt zu Hause und das ist das Passwort von Kevin. Wie gesagt, das letzte Ende des Passworts seht ihr jetzt verpixelt. Und ich würde sagen, wir versuchen uns jetzt mal einzuloggen in seinen YouTube-Kanal, Leute. Und zwar gehe ich jetzt hier erstmal die E-Mail von Kevin an. Und die zeige ich euch jetzt natürlich nicht, Leute. Let's go. Okay, Leute. Und jetzt geben wir auf jeden Fall nochmal das ganze Passwort ein. Und 3, 2, 1, zack. Oh mein Gott. Alter, ich bin hier wirklich eiskalt eingeloggt bei Kevin, Leute. Warte mal, ich muss jetzt einmal nochmal ganz kurz gucken. Oh, hier. Burger Pommes Distrack Clash Games Official Music Video.
Bro, ein Klick, das ist auch privat. Digga, wir können jetzt wirklich den Song löschen. Ich würde sagen, also gleich können wir dann hier diesen Haken also aktivieren und den dann löschen, Leute. Das mache ich auf jeden Fall gleich. Aber erstmal möchten wir den natürlich angucken. Okay, Leute, wir gucken uns jetzt das erste Mal zusammen den Burger Pommes Diss-Track von Kevin an. Bro, was ist das für ein Musikvideo? Hä? Hä? Bro, was ist das für ein Müllmusikvideo? Ja, Lukas, jetzt dachtest du ganz kurz, dass das hier der richtige, fertige Song wird. Ich habe ja hier auch schon so ein bisschen gerappt und so, aber... Hä? Ah, nein! Du dachtest doch nicht wirklich, dass ich dich den Burger Pommes Diss-Track löschen lasse, oder? Bro, ich bin überall rum, Digga. Mein Auto, mein Lambo ist kaputt wegen diesem blöden Feldweg. Also, Lukas, du bist wirklich komplett lost. Zum Glück hast du heute ein bisschen deine Zeit verschwendet. Du kannst ganz normal wie jeder andere auf den Burger Pommes Diss-Track reagieren. Ich freue mich auf deine Reaktion. Die kannst du dann sehr gerne am Sonntag hochladen. WTF. Ich werde mich wieder mit einem schönen Tee angucken und dein Melonengesicht betrachten, wie du dann einfach... Ey Leute, wir gucken jetzt nochmal weiter. Das Ganze geht noch über eine Minute. Ich werde auf jeden Fall mit dem Burger Pommes District angucken. Aber Kevin, jetzt schon mal hier Ansage. Ich werde dich anzeigen, wenn du übertreibst. Also wenn du im Burger Pommes District übertreibst, geht die Anzeige raus. Da sitzt und dir denkst, Alter, der Eierkopf hat wieder zugeschlagen. Na gut, Lukas, ich muss jetzt hier noch ein bisschen rumlabern, damit ich schön auf die 2 Minuten komme, damit du auch schön denkst, dass das hier der Diss-Track eigentlich ist. Ja, komplett hops genommen. Burger Pommes, die Melone mit Eier. Ey, das ist mir zu blöd, Leute. Ich sage euch ganz ehrlich, Alter. Ich werde drauf reagieren. Meine Reaktion kommt dann am Sonntag online, Leute. 10 Uhr. Also 24 Stunden danach, ne? Weil ich muss mir da erstmal einen Kopf machen, Gedanken. Und wenn du übertreibst, werde ich dich anzeigen. Ich bin richtig sauer. Ciao, Leute.